Wir sind mittendrin in dieser heißen Phase der fünften Jahreszeit und da blicken wir mal in die Germersheimer Stadthalle. Ja, da geht es auch schon richtig los und da ist nämlich der schmutzige Donnerstag. Da trifft sich heute die närrische Prominenz und Caroline Unger ist auch vor Ort. Das war sie gerade eben nicht, die da getanzt hat, das kann ich Ihnen versprechen. Nein, das ist Caroline Unger. Ja, das Tollitätentreffen steht dort an. Also ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal erklären dem einen oder anderen. Was ist das eigentlich? Ja, also wenn ihr es gesehen habt, ich muss noch mal ganz kurz sagen, so toll wie sie kann ich natürlich nicht tanzen, wie das Tanzmariechen von der Rhein-Schnoke in Germersheim. Aber ich bin hier schon ordentlich ausstaffiert worden, damit ich ein richtiger Karnevalist heute werde. Die gute Laune in Germersheim ist da. 100 Kostümierte sind hier in der Stadthalle zum Tollitätentreffen. Aber wer es mir besser erklären kann, was ein Tollitätentreffen ist, ist Christoph Budweiler. Sie sind Stellvertreter vom Landrat in Germersheim und Sie haben heute eingeladen. Richtig, ja. Sie sehen ja, was hier los ist. Eine tolle Stimmung unter den Tollitäten einerseits und den tollen Faschingsvereinen, Karnevalsvereinen, die es bei uns im Landkreis gibt, die ein tolles Miteinander haben und viele, viele tausende Aktive, die im Landkreis eigentlich eine super Fasnacht machen. Und das gibt nochmal die Gelegenheit hier zum Austausch und macht allen Spaß und gibt dann auch dieses Gemeinsame im Landkreis wieder. Und so kann man auch in die fünf Tage starten von der Fastnacht. Wer ist denn heute alles dabei? Wie viele Faschingsvereine aus dem Landkreis Germersheim sind heute hier? Meines Wissens nach sind heute 9 oder 11 sogar Faschingsvereine da. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, muss ich Ihnen gestehen. Aber Sie sehen, wir haben nicht nur die Aktiven, sondern wir haben auch die Prinzenpaare, die ganzen Tollitäten, die eben unser Fasching im Landkreis Germersheim repräsentieren, finden sich hier zusammen, haben noch mal eine Gelegenheit, auch miteinander zum Austausch zu kommen. Und ein kleiner zusätzlicher Termin, der, glaube ich, allen Spaß macht. Ja, und Prinzenpaare haben Sie schon angesprochen. Wir haben ein Prinzenpaar hier, das ist Sabine, die Vierte, und Volker, der Erste. Von der BKG Bienenwald Karnevalsgesellschaft aus Kandel seid ihr angereist. Ja, genau. Ja, die Graulköpfe. Wie kann ich jetzt denn euer Hoheit anreden? Was ist denn richtig? Eure Tollität oder eure Lieblichkeit? Wie heißt es? Ja, die Dame wird in der Regel mit eure Lieblichkeit, ja, und der Prinz, ja, Tollität oder Prinz, ja, also Volker der Erste, ja, Prinz aus Kandel, ja. Also Sie sehen wahnsinnig toll aus, super Kleid. Wie hält man denn jetzt die ganzen 5 Tage durch? Also haben Sie irgendwelche Tipps, damit man wach bleibt bei den vielen Terminen? Was steht denn jetzt für Sie so an? Also ich habe auf jeden Fall ab heute Urlaub, ja. Das ist immer ganz wichtig, dass man sich konzentrieren kann jetzt auf die närrische Zeit, ja. Ansonsten, ja, wir haben viele Termine und das macht Spaß, ja, und da sind wir gut dabei. Wir haben Konfetti im Blut, ja, und es ist wichtig, dass man da mit Elan und mit Motivation dabei ist. Ja. Ja. Jetzt müssen Sie mir einmal sagen, wie heißt es denn jetzt richtig? Was sagt man hier? Alaf, Ahoi, Hello? Also bei uns im Verein sagt man Hello. Ich glaube, das ist von Region zu Region unterschiedlich. Aber was das für einen Hintergrund hat, weiß ich nicht. Bei uns heißt Bika Hello. Ja, das ist auch in unserer Ronn-Region wirklich von Stadt zu Stadt anders, was man jetzt genau sagt. Wir sagen also Hello und ich glaube, schunkeln kann man aber immer, oder? Ja, natürlich. Ja, ja. Dann schunkeln wir jetzt mal und sagen bis gleich, Olli. Okay. Genau. Danke, Caroline. Ja, beste Grüße.